Ja, hi und herzlich willkommen. Ich bin euer. Moment, was ist denn das für ein beschissenes Bild? Ist total dunkel, kontrastarm, rauschig. Die Bitrate ist unter aller Kanone. Moment mal, das muss man doch besser Hinkriegen. hinkriegen. Ja, geht doch. Ja, war wohl nur ein Wackelkontakt. Dann können wir endlich mit einem vernünftigen Bild starten. Viele von euch kennen ja sicherlich mein Video hier oben, in dem ich mich mit schlechtem Ton in vielen YouTube-Videos befasse. Da kam ja relativ schnell der Wunsch von euch auf, mich auch mal mit dem Bild zu befassen, da euch mein Videobild ja offensichtlich relativ gut gefällt. Und tada, hier ist das Video zum Bild. Und habt ihr das Bild vorhin am Anfang meines Videos gesehen? War das nicht schrecklich? Natürlich war es schrecklich. Aber das Problem ist ja, dass man so eine Bildqualität auch in vielen YouTube-Videos zu sehen bekommt. Muss das sein? Natürlich nicht. Ja, und muss man denn viel Geld dafür investieren? Ja, viel ist natürlich auch hier relativ. Aber mehrere tausend Euro sind es definitiv nicht. Aber ganz so günstig wie mein Tonvideo wird es leider nicht. Ja, so ein Bild, was ihr hier gerade seht, ist für 100 Euro leider nicht möglich. Da müssen schon mehrere hundert Euro für angelegt werden. Die hat natürlich nicht jeder zur Verfügung. Und was hat man denn nun mit geringen Mitteln für Möglichkeiten, sein Bild günstig zu verbessern? Dazu habe ich mir mal folgende Szenarien zusammengestellt, die ich nun nach und nach erläutern werde. Wir fangen beim günstigsten Szenario an und hören beim teuersten auf. Zur Info noch, alle Tipps beziehen sich auf Innenraumaufnahmen, da es bei Außenaufnahmen ja meist sowieso keine Qualitätsprobleme gibt. Erstens, man hat nur ein Smartphone oder günstige Kompaktkamera und keine finanziellen Mittel. Jetzt zeige ich euch mal ein völlig unbearbeitetes Bild, das ich mit meinem Smartphone Google Nexus 5 in 1080p aufgenommen habe. Das Bild ist dunkel, grieselig und außerdem stört das Nachjustieren des Autofokus. Da wir ja keine finanziellen Mittel zur Hand haben, bestehen nun folgende Möglichkeiten, das Bild zu verbessern. Der wichtigste Punkt ist meiner Meinung nach eigentlich immer, dass man genug Licht hat, völlig egal wie teuer die Kamera ist. Also sorgt für so viel Licht wie irgend möglich. Macht in dem Raum, in dem ihr filmt, also erstmal alle Lampen an und richtet diese möglichst auf den Filmplatz aus. Falls ihr noch andere Lampen besorgen könnt, macht dies. Gut eignen sich übrigens immer sogenannte Maurerlampen, die gerne mal irgendwo im Keller rumfliegen. Hier allerdings Vorsicht, diese werden extrem heiß und sollten nur an einem sicheren Ort aufgestellt werden. Eventuell habt ihr ja noch einen Deckenfluter irgendwo rumstehen. Diese sorgen in Verbindung mit einer weißen Decke immer für relativ viel Licht. Weiterhin Vorhänge auf und dann möglichst bei viel Tageslicht drehen. Falls das immer noch zu dunkel ist, sollte man eventuell über einen anderen Drehort nachdenken. Wenn ihr zum Beispiel dunkle Wände und Möbel habt, sucht nach einem optisch angenehmen Ort, der vielleicht etwas heller ist. Diese Maßnahmen helfen schon mal gegen dunkle, kontrastschwache und grieselige Bilder. Falls ihr an eurem Smartphone übrigens den ISO-Wert verstellen könnt, schaltet unbedingt Auto-ISO aus und wählt zum Testen erstmal den niedrigsten ISO-Wert. In der Regel ist das ISO 100. Über die ISO-Einstellung wird quasi die Lichtempfindlichkeit des Sensors eingestellt. Niedrige ISO gleich niedrige Empfindlichkeit. Warum nicht gleich eine hohe ISO einstellen? Weil mit jeder höheren ISO-Stufe das Bild schlechter wird und gerade bei kleinen Sensorkameras, wie ein Smartphone verbaut, das Bild halt sehr schnell anfängt zu grieseln. Also immer den niedrigstmöglichen ISO-Wert einstellen. Falls ISO 100 zu dunkel ist, wo ich jetzt mal von ausgehe, so weit mit der ISO hochgehen, bis das Bild angenehm hell ist. Wo wir schon beim Thema Automatiken sind. Wer ein gutes Bild haben möchte, sollte, soweit es möglich ist, auf alle Automatiken verzichten, egal welche Kamera er nutzt. Automatiken können sicherlich helfen, verschlechtern auf eine Art aber auch immer das Bild. Besonders schlimm finde ich hier übrigens immer den Autofokus, gerade bei statischen Videos. Dieser reguliert bei jeder Bewegung immer etwas nach, was in so einem Fall ja gar nicht nötig ist. Wenn man allerdings unterwegs ist, macht dieser bei Smartphones natürlich schon Sinn. Aber bei statischen Videos bitte alle Automatiken ausstellen, soweit möglich. Weiterhin ist es auch beim Smartphone übrigens möglich, ein Stativ zu benutzen. Diese sind gar nicht mal so teuer und eigentlich ein Muss für jeden YouTuber. Und zum Schluss der eigentlich wichtigste Tipp, der bei vielen Smartphone-Filmern wohl immer noch nicht angekommen ist, haltet unbedingt das Smartphone beim Film waagerecht. Niemals, niemals, nie senkrecht. Ihr verschenkt zwei Drittel der Nutzfläche bei YouTube und damit auch genauso viel Auflösung. Und dass die schwarzen Flächen nicht gut aussehen, muss ich wohl niemandem erzählen. Zweitens, man hat nur ein Smartphone, eine günstige Kompaktkamera und geringe finanzielle Mittel. Hier sieht es gleich schon deutlich besser aus. Gerade wenn man ohne weitere Euros keine Möglichkeiten hat, für mehr Licht zu sorgen, sind geringe finanzielle Möglichkeiten sicherlich ein Segen. Also kaufen wir uns einfach mehr Licht. Und die niedrigen Kosten dafür werden jetzt sicherlich so einige überraschen. Standardmäßig nutzen YouTuber hier nämlich sogenannte Softboxen. Das sind Lampenschirme auf einem Stativ, die innen mit einer reflektiven Schicht versehen sind. Dort werden dann Leuchtstofflampen eingeschraubt und die Softbox wird dann mit einem weißen Tuch zur diffusen Lichtentfaltung verschlossen.
Das Praktische bei Softboxen ist übrigens, dass man diese zusammenfalten kann und diese so sehr wenig Platz zum Lagern benötigen. Ja, und was kostet so eine Softbox nun? Das geht tatsächlich schon bei knapp 20 Euro los. Hier allerdings meist ohne Leuchtmittel. Aber die Lampen sind jetzt auch nicht sonderlich teuer. 125 Watt Lampen, wie ich sie hier habe, kosten meist so 10 bis 15 Euro. Oder man kauft gleich alles im Set. Ich verlinke euch das alles übrigens mal in der Infobox. Ich empfehle euch übrigens mindestens zwei Softboxen zu kaufen. Zum einen, weil zwei natürlich mehr Licht liefern und zum anderen, um den Schattenwurf zu minimieren. Ein einseitig dunkles Gesicht zum Beispiel sieht immer ein bisschen blöder aus. Ja, und so sieht ein gut ausgeleuchtetes Smartphone-Bild mit meinen beiden Softboxen aus. Schon deutlich besser, wie ich finde. Drittens, es stehen ein paar hundert Euro für eine neue Kamera und Ausleuchtung zur Verfügung. Ja, nun verlassen wir das Gebiet der Billig- und Smartphone-Kameras, also soll eine neue Kamera her. Hier habt ihr die Qual der Wahl, denn Kameras gibt's wie Sand am Meer. Es gibt die kleinen, kompakten, dann sogenannte Bridge-Kameras, Spiegelreflexkameras, Camcorder und die mittlerweile recht beliebten spiegellosen Systemkameras. Über das Thema an sich könnte man jetzt ein Video über mehrere Stunden machen, daher werde ich die folgenden Infos kurz und kompakt halten. Ich weise übrigens nochmal darauf hin, dass ich hier ausschließlich meine persönliche Meinung darstelle und viele andere das eventuell ganz anders sehen können als ich. Ja, kleine Kompaktkameras muss ich sicher niemandem mehr erklären. Dies sind halt kleine Kameras mit einem leider ebenso kleinen Sensor und Objektiv. Einstellen kann man bei den günstigen kaum etwas, fast alles läuft über Automatiken. Hier gibt es noch die sogenannten Edelkompakt, bei denen man alles einstellen kann, aber darauf gehe ich nicht näher ein. Ähnlich sieht es bei den kleinen Camcordern aus, von daher sind auch diese von meiner Seite her nicht zu empfehlen. Dann gibt es die Bridge-Kameras, die zumindest optisch ein Hybrid zwischen der kleinen kompakten und einer Spiegelreflexkamera zu sein scheinen. Vorteil gegenüber den kompakten sind die meist sehr umfangreichen Einstellmöglichkeiten, die einer Spiegelreflexkamera auf dem Nichts nachstehen. Und meist ist ein sehr großes Zoom-Objektiv integriert, daher werden diese Kameras oft auch als Super-Zoom-Kameras bezeichnet. Jedoch haben fast alle Bridge-Kameras weiterhin einen extremen Nachteil und das ist der winzige Sensor. Und winzige Sensoren können aufgrund ihrer Größe nur wenig Licht einfangen und fangen dann aufgrund der nötigen hohen ISO-Zahlen schnell an zu rauschen. Auch ist es nachteilig, dass die mittlerweile sehr gefragten hohen Megapixel-Zahlen auf deutlich geringerem Raum als bei großen Sensoren untergebracht werden müssen. Ich selbst halte von den bisherigen Möglichkeiten nicht viel, aber falls ihr beim besten Willen nur maximal 300 bis 350 Euro übrig habt, dann kauft euch zumindest eine ordentliche Bridge-Kamera. Denn der Vorteil der vielen Einstellmöglichkeiten ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Gerade für Außenaufnahmen sind diese aufgrund ihres hohen Zooms übrigens sehr gut geeignet. Bei Innenaufnahmen würde ich aber eigentlich immer zu einer der beiden folgenden Lösungen greifen. Entweder eine Spiegelreflexkamera oder eine spiegellose Systemkamera. Und das hier ist der Einstieg in die deutlich größeren Sensoren, die deutlich weniger Licht benötigen als die bisherigen Kameras. Preislich geht das so bei ca. 300 Euro los. Hier gibt es ja meist ein oft nicht sonderlich hochwertiges Kit-Objektiv dazu. Diese Kombination ist aber optisch meist deutlich besser als die der meisten Bridge-Kameras in diesem Preisbereich. Nach oben hin sind ab jetzt keine Grenzen mehr gesetzt. Für deutlich mehr Geld gibt es dann übrigens nochmal größere Sensoren, die für YouTube-Videos aber definitiv nicht mehr nötig sind. Trotz allem sollte man aber auch hier für eine ordentliche Ausleuchtung sorgen und sich zusätzlich Beleuchtung gönnen. Falls ihr übrigens den beliebten Kino-Look mit dem verschwommenen Hintergrund haben möchtet, müsst ihr übrigens in der Regel noch ein paar Euro mehr investieren. Zum einen könnt ihr Kleinsensorkameras dafür völlig vergessen, dafür eine entsprechende Tiefen- und Schärfe, ein großer Sensor und eine möglichst offene Blende nötig sind. Und diese bieten nur System- und Spiegelreflexkameras. Bei diesen Kameras bieten die Kit-Objektive diesen Look nur in begrenztem Maße, wenn man recht nah an das Objekt herangeht. Falls es so aussehen soll wie bei mir, müsst ihr noch ein paar Euro mehr für ein Objektiv ausgeben. Hier empfehle ich eine Festbrennweite, weil diese meist eine recht offene Blende von 1.8 und darunter anbieten. Und diese ist für eine niedrige Tiefenunschärfe halt nötig. Bei diesen Objektiven geht es je nach Marke bei 100 Euro los und nach oben hin, ja, ihr kennt das ja. Ja, das sind eigentlich so die grundlegenden Tipps zu einem besseren Bild, folgende Tipps aber noch als Grundlage für alle Kameratypen. Erstens, zu viel Licht ist fast nicht möglich und mit das Wichtigste für ein gutes Bild. Zweitens, stellt die Automatiken aus. Drittens, setzt euch, falls ihr entsprechende Einstellmöglichkeiten habt, mit den Begriffen ISO, Blende und Verschlusszeit auseinander. Nur so könnt ihr die Kamera perfekt auf die jeweilige Szene einstellen. Viertens, achtet beim Kauf unbedingt auf ein komplett schwenkbares Display, damit ihr euch auch selbst beim Film zusehen könnt. Weiterhin ist ein externer Mikrofonanschluss jetzt auch nicht ganz verkehrt. Fünftens, benutzt bei statischen Szenen unbedingt ein Stativ. War es das denn nun mit den Möglichkeiten, das Bild zu verbessern? Natürlich nicht, denn das war jetzt nur die Möglichkeiten der Hardware. Da ihr aber YouTube-Videos macht, gehe ich mal davon aus, dass ihr auch ein entsprechendes Schnittprogramm nutzt. Und diese Programme bieten meist von Haus aus schon einige gute Möglichkeiten, das Bild nachzubearbeiten. Auch dieses Thema könnte man jetzt in einem stundenlangen Video besprechen, daher möchte ich hier nur die Grundlagen kurz anreißen. Vier Möglichkeiten, die ihr nutzen solltet. Erstens, Helligkeit und Kontrast einstellen.
Zweitens Sättigung einstellen. Drittens die Farbkorrektur nutzen. Und viertens unbedingt auf eine ausreichende Bitrate achten. Diese Möglichkeiten bieten eigentlich nahezu alle Schnittprogramme und sollten zumindest teilweise auch immer genutzt werden. Ich zum Beispiel habe bisher kein Video hochgeladen, bei dem ich nicht wenigstens Helligkeit und Kontrast bearbeitet habe. Experimentiert hier halt ein wenig mit den Werten herum. Hier mal ein Beispiel eines meiner Videos im Rohzustand und Nachbearbeitung. Wie ihr seht, kann man das Bild hier nochmals deutlich verbessern. Also nutzt die Möglichkeiten, die euch eure Software gibt, auch aus. Zum Abschluss möchte ich hier noch kurz meine persönliche Meinung zum aktuellen 4K-Wahn mitteilen. Gerade im Konsumerpreisbereich, in dem wir uns hier natürlich gerade befinden, finde ich es aktuell noch viel zu früh für 4K-Videos. Ich selbst habe bisher noch kein 4K-Amateur-Video auf YouTube gesehen, das mich auch nur ein bisschen beeindruckt hat. Das Einzige, was aktuell natürlich besser ist, ist tatsächlich die Schärfe. Leider leiden aber meist die anderen Bildparameter unter dem 4K-Modus. Bisher sahen fast alle gesehenen 4K-Videos in Sachen Kontrast, Bildrauschen und so weiter deutlich schlechter aus als die meisten 1080p. 4K-Videos. 4K ist aktuell noch eine Technik, die es im gehobenen Preissegment optisch wirklich Sinn macht, aber für alles unter 1000 Euro sehe ich da aktuell einfach noch keinen optischen Mehrwert. Weiterhin sehe ich auch noch ein großes Problem beim Schneiden, denn große Projekte sind selbst mit leistungsstarken PCs nur sehr mühsam zu bearbeiten und das tut sich nicht mal der leidensfähige Monty an. Also vergesst in diesem Preisbereich erstmal 4K und sucht euch eine passende 1080p-Kamera. Einige empfehlenswerte Modelle habe ich mal in der Infobox verlinkt. Ich hoffe sehr, dass ich für viele im wahrsten Sinne des Wortes etwas Licht ins Dunkel bringen konnte und würde mich freuen, wenn ich euch entsprechend weiterhelfen konnte, euer Bild zu verbessern. Schreibt mir doch eure Folge mal in die Kommentare, gern gucke ich dann auch später mal in die entsprechenden Videos von euch rein. Wie immer freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo. Hier noch ein paar Videotipps zu meinem Kanal. Ich wünsche euch was, bis dann, euer Monty.